Der dritte Punkt, der dritte Weg, um einen Mann verliebt zu machen, beziehungsweise das dritte Ding, das einen Mann verliebt macht, mit dem du einen Mann verliebt machen kannst, das ist sein Ego. Und das ist bei Männern ein riesengroßes Thema. Das männliche Ego, ja, und das männliche Ego steht immer im Epizentrum aller romantischen Erfahrungen, immer. Ohne sein Ego ist er nichts. Ja, er kann sich nicht in dir auflösen. Das funktioniert bei Männern nicht. Ja, bei wertvollen, erfolgreichen Männern zumindest nicht. Ja, ich möchte nicht über alle sprechen. Sein Ego ist seine Selbstliebe. Ja, so, wenn du dir irgendwelche Lieder anhörst, Gedichte, Kunstwerke, das alles, so irgendwelche romantischen Abbildungen, Filme, überall steht im Mittelpunkt das männliche Ego. Entweder das männliche Ego des Künstlers oder eines Darstellers, der dieses Kunstwerk irgendwie daran beteiligt ist. Aber so vom männlichen Ego geht auch der Drang heraus, etwas zu erobern. Ja, die Welt zu erobern oder zumindest einen bestimmten Teil der Welt und vor allem die Frau zu erobern. Ohne sein Ego gibt es auch kein Bestreben, dich zu erobern. Merkt ihr das? Sein Ego, das ist seine Selbstliebe. Ja, und das ist ein sehr interessanter Hebel, um einen Mann zu steuern. Vielleicht kennst du den Amor, ja, den Liebesgott. Eigentlich ist er kein Liebesgott. Ja, das wird fälschlicherweise verstanden. Amor ist der Gott der Verliebtheit, beziehungsweise des Verliebtseins als Prozess. Ja, so versuch das in diesem Kontext zu verstehen. Sein Pfeil zielt nicht auf das Herz des Mannes. Der Pfeil zielt auf sein Ego, auf seine Selbstliebe. Ja, und das männliche Ego ist sehr verletzlich. Es ist, schau mal, wenn du ihm das Gefühl gibst, dass er an deiner Seite so sein kann, wie er sich am liebsten selbst sieht, also stark, gut aussehend, einflussreich, mächtig, schlau, wohlhabend realisiert, ja, als Mann realisiert, so will er sein. Und wenn du ihm das Gefühl gibst, dass er an deiner Seite so sein kann, dass du ihn so wahrnimmst, wie er gerne wahrgenommen werden möchte, dann hast du schon die ganze Arbeit fast schon hinter dir. Denn 95% aller Frauen, ich glaube, mit dieser Zahl untertreibe ich sogar, machen an diesem Punkt so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann. Ja, sie machen den Mann runter. Sie versuchen, irgendwelche Machtkämpfe mit ihm zu spielen, irgendwelche Machtspielchen. Sie versuchen, irgendwelche Fronten zu klären. Sie versuchen, eine Machtstellung in der Beziehung zu erlangen und machen den Mann runter, das männliche Ego runter. Das kann in einer scherzhaften Form sein, das kann durch irgendwelche Sticheleien sein, ganz, ganz übel. Und das wird der Mann immer übel nehmen, das wird er dir niemals vergessen, deswegen mach das niemals, niemals. Vor allem bei erfolgreichen Männern. Ihn vor seinen Freunden oder vor anderen Menschen runterzumachen. Ja, auf sein Ego negativ einzuwirken, während er von Menschen umgeben ist, von denen er respektiert werden möchte. Das vergisst den Mann niemals, glaub mir. Ja, deswegen solltest du sein Ego wie eine Pflanze tragen. Ja, und natürlich solltest du ihn nicht vor ihm kriecherisch sein, sondern dein Ego ist in seinen Augen nur dann interessant, wenn sein Ego für dein Ego interessant ist. Es ist ein Zweierspiel. Ja, wenn du sagst, ne, sein Ego, ja, nur mein Ego hat Bedeutung in dieser Welt und sein Ego ist nichts. Ja, der Wurm, der Sklave hat nur die Aufgabe, mir zu gehorchen und mich zu verwöhnen. Manche Männer werden bleiben, aber es sind wahrscheinlich nicht diejenigen, die du in deinem Leben haben willst. Deswegen hab ein Gefühl für das Ego des Mannes. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist der Weg zu seiner Verliebtheit. Einer der wichtigsten Wege zu seiner Verliebtheit.